Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und heute haben wir wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Aber zuallererst möchte ich euch was zeigen, was mich auch nochmal an das Thema erinnert hat oder auf das Thema gebracht. Und das sind die Nachrichten vom Daniel aus Facebook. Der hat mir nämlich gestern geschrieben, hast du Genesect gefangen? Joa. Ich habe nicht gefangen, weil ich muss 15 Raids machen. Morgen ist um 13 Uhr weg, diese Einhalt-Special. Und das stimmt ja, dieses Event, wenn man es so nennen möchte, mit den Spawns, diesen bestimmten Spawns, wo dann auch die Galar-Pokémon, Flunschlig und so überall rumsitzt, sind dann, glaube ich, erstmal fort. Aber die Eier bleiben natürlich und die Forschung bleibt ja auch. Und das müsste man ja eigentlich wissen, das ist ja wie Mew und Celebi, das bleibt, wenn ihr das angefangen habt, das bleibt. Wollte ich ihm erklären, aber irgendwie bin ich da gegen die Wand gerannt. Die Forschung bleibt, aber hast also noch Zeit. Wann habe ich Zeit? Morgen um 13 Uhr ist Einhalt-Region Spezial weg. Ramon, morgen 13 Uhr ist Einhalt-Region Spezialforschung weg mit Galar-Pokémon. Nur die Spawns, die Forschung ist immer da, wenn du angefangen hast. Du hast Zeit, wie bei Mew und Celebi, kein Stress. Wann ist das weg, mit Genesect zu fangen? Ich bin zu 2,5, ich muss 15 Raids machen. Und wenn ich das gemacht habe, muss ich 15 Power-Ups machen und ich muss einfach fabelhaften Wurf machen. Wann ist das weg, mit Genesect zu fangen? Erinnert mich schon an Naturin irgendwie zu fangen. Gar nicht, das bleibt. Wann bleibt die Einhalt-Spezialforschung mit Genesect? Für immer. Ich habe noch immer nicht Genesect gefangen. Morgen ist 13 Uhr Einhalt-Region weg. Ist Genesect noch da? Oh, Natururin hat ein neues Video hochgeladen. Noch da oder ist das auch weg? Ramon, Einhalt-Region ist weg. Bleibt Genesect noch oder ist das auch weg? Ramon, Einhalt-Event ist morgen um 13 Uhr weg. Bleibt noch Genesect da? Und das ging immer zu und ich habe gedacht, was willst du darauf noch sagen? Und dann aber anders formuliert, ist Champ der Nostalgie-Herausforderung 2020 weg oder bleibt das? Ist Champ, bleibt das? Ah! Wann geht Champ der Nostalgie-Herausforderung weg oder bleibt das? Ich habe gehört, dass morgen um 13 Uhr weg ist. Und dann habe ich es aufgegeben, dann habe ich einfach nichts mehr zurückgeschrieben. Wir können mir mal hier ein Däumchen zurückmachen, einfach so als Antwort. Und dann ist mir aufgefallen, ich habe ja jede Woche die Kapitel gemacht von der Sinnoh-Region, Kanto-Region, Johto, Höhenregion, überall. Und da gab es ja immer das Pikachu als Shiny, da gab es ja immer besondere andere Shinies, die released wurden. Da gab es besondere Pokémon, besondere Spawns, besondere Aufgaben. Aber ich habe noch gar nicht meine Ausbeute gezeigt und über das Event direkt geredet. Deshalb möchte ich heute, weil heute 13 Uhr geht ja die Genesect-Spezialforschung weg. Nee, ist Quatsch, die bleibt natürlich, die Spawns ändern sich dann nur. Möchte ich mal schillernd eingeben und will mal kurz zurückgehen zu dem Punkt, wo alles angefangen hat. Das müsste ungefähr hier gewesen sein. Also die Kanto-Region mit Shiny Pikachu und Glurak-Mütze hat ja angefangen, wie ihr seht. Ich habe also eins bekommen. Auf meinem Hauptaccount habe ich hier, hallo YouTube, wir haben auch eins verlost, ne? Obwohl, ich glaube, der Gewinner hat seins... Ach nee, der Gewinner... Ja, mit dem bin ich befreundet auf dem Account, wo das noch drauf ist, weil ich das von dem zweiten Account weggebe. Wir leveln gerade, also alles gut. Gleichzeitig zu Shiny Pikachu, ignoriert einfach mal alles andere, was hier ist, wurde Blutzuck veröffentlicht. Das haben wir hier. Blutzuck! Einmal so, einmal so. Oh, jetzt fragt er wieder dasselbe. Wir entwickeln hier natürlich auch gleich wieder das... höchste Blutzug zu Omod, dass wir das auch vollständig haben, denn ich habe ja schon mal eine Folge gemacht, alle Generation 1 Shinies und Familien, und das fehlt ja natürlich jetzt, weil das jetzt erst nachträglich rauskam, also müssen wir das jetzt in dieser Folge machen. Hier seht ihr also das Shiny Omod, ihr seht das Shiny Blutzug, sehr gute Sache. Dann ging es weiter mit der zweiten Generation, mit Pikachu als Shiny und nach Tara Mütze habe ich ja auch bekommen, Pikachu, seht ihr ja hier, mit Mütze, gleichzeitig wurde aber auch Dummiesel released als Shiny, was wir auch hier haben, hat ja keine Weiterentwicklung, ist eigentlich auch nutzlos, manche haben sogar ein 100er Shiny bekommen, also Glückwunsch, würde ich sofort hochziehen. Dann ging es weiter mit der
dritten Generation, ne? Kennt ihr die Gruppe? Mit dem Shiny Pikachu mit Rayquaza-Mütze, was wir hier haben. Auch sehr schön. Ich hätte mir natürlich immer noch gewünscht, dass nicht nur das Pikachu Shiny ist, sondern dass sogar bei dem Shiny dann die Mütze Shiny ist. Dass das eben normal eine grüne Rayquaza-Mütze hat und als Shiny Pikachu dann eine Shiny Rayquaza-Mütze trägt, die schwarz ist. Das wäre auf jeden Fall so genial gewesen. Haben sie leider nicht gemacht, sind aber Bilder rumgegangen. Gleichzeitig zu dem Pikachu gab es natürlich dann Eneko. Da haben wir hier ein Eneko, das ist das kleine. Wir haben hier das große ist leider Lucky geworden als Shiny. Ich weiß jetzt aber nicht, ob ich bei Eneko überhaupt den Lucky-Eintrag schon habe, bei dem normalen. Deswegen entwickeln wir einfach mal das Shiny Lucky, dass im Pokédex der Lucky-Eintrag weg ist. Trotzdem werde ich das... Junge, Obst fliegen. Trotzdem werde ich irgendwann das Lucky-Shiny wohl wegschmeißen, einfach aus Platzgründen, weil das ist Quatsch, damit macht man eh nichts. Wir können ja mal kurz die IV abchecken. Ist sogar ein 96er, also ist für mich aber trotzdem wertlos, brauche ich nicht. Jetzt haben wir auf jeden Fall das Eneko aber entwickelt und hier oben müsste irgendwann noch ein Eneko kommen, genau hier. Deswegen haben wir noch eins. Wir haben also das jetzt als kleines mit 163 und dann ist das hier jetzt also das zweitgrößte mit 203. Und das entwickeln wir auch, dass wir eben ein normales Shiny Eneko haben und ein normales Shiny Eneko Weiterentwicklungsteil. Jetzt habe ich den Namen nicht gesehen. Damit wir im Prinzip das Lucky, das blenden wir aus, das gibt's überhaupt nicht. Enekoro, genau. So, und ihr seht auch, also wie ich immer finde, hier erkennt man schön, das ist Shiny, das sieht gut aus. Und hier, boah, wo ist denn das Shiny hin? Der Hintergrund, der lenkt mich ja komplett ab. Das ist natürlich trotzdem ein 96er und das ist ein... Ja, das ist so richtig mies, also das bräuchte man gar nicht. Egal, Eneko auf jeden Fall auch abgehakt. Und dann haben wir hier das nächste Pikachu mit Lucario-Mütze, was auch shiny war, dann in der vierten Generation. Auch eins mitgenommen, kann man ja zum Glück nicht entwickeln. Dann war der C-Day. Und dann geht es um Charmian. Da haben wir nämlich auch ein Problem gehabt. Wir haben nämlich hier ein Charmian, was wir als kleines Charmian behalten. Dann haben wir eins, das ist aus Versehen Lucky geworden. Aber ich glaube, bei Charmian habe ich natürlich auch den Lucky-Eintrag noch nicht. Deswegen ist gut, das kann ich entwickeln für den Lucky-Eintrag. Aber das ist das Größte und das wollen wir natürlich als dicke, fette Katze dann auf der Hand behalten. Wir entwickeln erstmal das für den Lucky-Eintrag. Können auch die IV mal kurz abchecken dann, wie viel das hat. Ob das gut ist, ob das nützlich ist, aber... Schnurrgarst, damit macht ihr ja trotzdem auch nichts. Ist mir auf jeden Fall nirgendwo aufgefallen, dass das irgendjemand irgendwo verwendet. Sieht nur lustig aus. Oh, und er schreibt wieder genau dasselbe. Wir bewerten mal kurz. 14, 12, 14, okay. Aber wir wollen ja trotzdem noch das Shiny ohne Lucky Hintergrund haben. Was ist denn hier mit diesen blöden... Überall krabbelt's. Ich glaube, die Mäuse kommen durch die Wände. So, jetzt haben wir auf jeden Fall das Schnurrgast, auch als Shiny, ohne Lucky-Hintergrund. Das ist mir immer besonders wichtig. Haben wir hier, sieht doch gut aus, oder erkennt man auf jeden Fall und sieht nicht so hässlich aus wie das hier, wo der ganze Hintergrund einfach ablenkt. Man sieht gar nicht mehr, dass es überhaupt ein Shiny ist. Deswegen, das war's aber, glaube ich... Den Rest können wir jetzt, glaube ich, wegmachen. Das sind auf jeden Fall die Shinies aus der Nostalgie gewesen. Und noch ein kleiner Tipp für heute Abend. Schillernd und Pikachu. Die letzten vier Pikachu, die ihr hier seht, also das mit Glurak-Mütze, das mit Nachtara-Mütze, das mit Rayquaza-Mütze und das mit Lucario-Mütze. Diese vier gibt es ja nochmal zu gewinnen. Wir haben ja jedes davon einzeln rausgekloppt, gab es bei der Verlosung. Und ich habe letzten Dienstag ja nochmal ein Video hochgeladen. Nochmal alle vier Hut-Pikachus.
letzten Dienstag hochgeladen, wieder mit dem entsprechenden Hashtag, den ihr unter den unter das Video schreiben müsst als Kommentar. Und heute Abend, 20 Uhr, ist es dann soweit. Da werden diese 4 Pikachus einzeln verlost. Es gibt also dann 4 Gewinner. Mal gucken, wie lange es dauert. Manchmal haben wir ja schon 5 Losungen gebraucht, um bei einem einen Gewinner zu finden, weil der Kommentar nur hieß, du dummes Schwein, und der nächste hat geschrieben, ich will das gar nicht haben, oder der nächste sagt, wie bin ich hierher gekommen? Und diesmal mal gucken, wie lange es dauert, diese 4 Pikachu loszuwerden. Auf jeden Fall, wenn ihr mitgemacht habt, schaut heute Abend vorbei, 20 Uhr ist wieder Livestream, chill mit Ramses, wir verlosen die Pikachu, wir gucken nochmal ein bisschen über die YouTube-Landschaft, und jetzt gucke ich auch nochmal ganz kurz hier rein, bei unserem Kollegen. Wann geht Champ der Herausforderung weg oder bleibt er? Also ich habe gehört, dass morgen um 13 Uhr weg ist. Toll. Muss 15 Raids machen. Wie kann er denn gestern sagen, morgen ist weg, und jetzt sagt er auch morgen? Heute oder morgen? Wie jetzt? Wen es interessiert, wie das Gespräch weitergeht, sprecht mich einfach heute Abend an im Livestream. Das war's jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.